Willkommen, meine Damen und Herren, zum aktuellen Apex Legends Guide. Heute geht es um Bangalore. Wundert euch nicht, ab und an sage ich auch Bangalore, ich weiß nicht warum. Sprachfehler, wie auch immer. Bangalore ist eine der Legenden, mit der ihr richtig schön in die Kämpfe reinhasseln könnt. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass sie ein recht einfacher Charakter bzw. Einstiegscharakter oder eben Legende ist. Das heißt, für Anfänger wirklich sehr, sehr gut geeignet. Alleine schon ihre passive Fähigkeit ist ziemlich mächtig, denn wenn Kugeln um euch herumfliegen, sie müssen euch nicht treffen, sondern nur an euch vorbeifliegen, dann springt die passive Fähigkeit an und ihr könnt dadurch viel schneller rennen. Das heißt, ihr könnt damit extrem schnell aus Kämpfen oder aus Gefahrensituationen herausrennen. Wichtig ist aber, dass diese passive Fähigkeit nur dann anspringt, wenn ihr bereits im Rennen seid, also wenn ihr gerade am Wegrennen oder Hinrennen seid. Wenn ihr einfach nur lauft, dann wird sie nicht getriggert. Wenn ihr dabei auch noch 3 drückt, also eure Waffe weglegt, dann seid ihr noch schneller. Mit dieser passiven Fähigkeit kann man aber auch sehr gut in Kämpfe hineinhuschen, vor allem wenn man sie koppelt mit der zweiten Ability, und zwar der taktischen. Die taktische Fähigkeit ist eine Smoke-Wand, also Smoke-Granate, die aus 3 Smokes besteht. Ihr aktiviert also eure taktische Fähigkeit und habt dann da, wo ihr hinzielt, eine Smoke-Wand. In der könnt ihr euch heilen oder verstecken oder eure Teammates heilen oder diese Smoke-Wand einfach benutzen, um euch vor den Gegnern zu verschleiern. Die Smoke-Wand kann man mit der passiven Fähigkeit nutzen, um sehr leicht an die Feinde heranzukommen. Also das heißt, wenn ihr angeschossen werdet und diesen Run-Boost habt, könnt ihr diese Smoke-Wand setzen und sie über links oder rechts umlaufen. Die Feinde werden davon ausgehen, dass ihr die Smoke-Wand benutzt, um euch von ihnen sichtbar abzugrenzen, damit ihr euch heilen könnt oder zurückziehen könnt. Und die wenigsten werden erwarten, dass ihr auf einmal über rechts oder links wie so ein Wahnsinniger angerannt kommt oder wie eine Wahnsinnige, denn das ist ja eine Frau. Und schon könnt ihr ordentlich auf den Nahkampf gehen. Darum würde ich sie auch auf jeden Fall mit einer Schrotflinte oder einem SMG oder sowas spielen. Klar, natürlich geht auch eine schwere Waffe, die am besten automatisch ist. Man kann auch Snipes und so weiter machen, das ist kein Problem. Aber für dieses nahe Herangehen würde ich eher vollautomatische Waffen oder eben richtig fette Schrotflinten benutzen. Die Smoke an sich würde ich nicht zwingend dafür benutzen, mich da drin grundsätzlich zu verstecken. Denn die meisten Feinde kommen halt rein bzw. schmeißen ihre Granaten rein. Oder gehen halt in die Nähe, um euch zu hören und versuchen euch dann zu finden. Wenn ihr in einer richtig brenzligen Situation seid, dann könnt ihr euch einsmoken und ganz genau horchen, ob ihr Steps hört. Und sobald ihr Steps hört, rennt ihr einfach von den Steps weg, aus der Smoke heraus und umlauft die Smoke. Und dann seid ihr meistens hinterm Feind, weil der halt entweder in der Smoke rumschaut und euch sucht oder er am Rand steht und darauf wartet, dass ihr rausgerannt kommt. Ab und an smoke ich auch die Gegner ein, vor allem wenn sie mit bis Wide Range Waffen haben, also wenn sie Scharfschützengewehre haben oder sowas und auf mich schießen oder auf mein Team schießen, dann schieße ich die Smoke sehr nah zu ihnen hin oder vielleicht sogar, wenn die Reichweite passt, auf sie drauf, damit sie erstmal überhaupt nicht mehr auf uns ballern können. Ihr müsst die Smoke also nicht immer zwingend vor euch, auf euch oder in eure Nähe werfen, sondern könnt die Feinde damit auch anderweitig nerven. Die ultimative Attacke von Bangalore ist ein Luftschlag. Diese Ulti ist, was Flächenschaden angeht, die krasseste Ulti. Man deckt damit eine sehr große Fläche ab. Die Ulti ist in 2 Schritte unterteilt und das darf man wirklich nicht vergessen, sie braucht nämlich eine ganze Weile. Ihr holt euch die Granate und schmeißt sie. Nachdem die Granate aufgekommen ist, werden in Schaurichtung, also in die Richtung, in die ihr geguckt habt, als ihr die Granate geworfen habt, reihenweise Markierungen gesetzt. Die Markierungen kommen zuerst und fliegen einmal komplett durch. Ich glaube, es sind immer 5 nebeneinander oder 6. So, da-da-da-da-da-dam. Und dann die nächste Reihe und dann noch eine Reihe. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Reihen insgesamt. Und danach fliegen dann diese Reihen genau in der gleichen Reihenfolge, wie sie auch runtergeschossen wurden, in die Luft. Erwartet hier also nicht einen Luftschlag, der sofort losdonnert, sondern es ist halt einfach verzögert um einige Sekunden. Die Ulti nimmt man logischerweise dazu, um eben Feinde einfach auszudünnen, um sie irgendwo rauszujagen oder wegzutreiben. Man kann sie aber auf offenem Feld auch raffinierter einsetzen. Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr hinter einem Feind seid, dann könnt ihr die Ulti auf ihn draufschmeißen. Er sieht die runterkommenden Markierungen und rennt dann da wieder raus aus Panik. Und in dieser Panik könnt ihr ihn dann einfach erwischen und abknallen. Oftmals nehmen die Leute da auch die Waffe aus der Hand, um wegzurennen. Weil wenn du in dieser Ulti drin stehst, erkennst du eher selten, wo der Anfang und das Ende von der Ulti ist. Weil wenn du das weißt, dann kannst du halt eher zu einem Exit rennen. Wenn du weißt, du stehst schon am Anfang, dann drehst du dich einfach rum und rennst zurück. Wenn du aber hingegen am Anfang der Ulti stehst und dann auch noch hineinläufst, dann hast du richtig schlechte Karten. Die Ulti könnt ihr also auch zum Hinterhalt nutzen. Ihr könnt die Gegner auch mit eurer taktischen Fähigkeit einsmoken und dann die Ulti draufschmeißen. Dann wissen sie gar nicht, wo oben und unten ist und gehen wahrscheinlich komplett drauf. Oder rennen halt in irgendeine Richtung und dann könnt ihr sie wiederum abknallen. Die Ulti ist also schon mal sehr anfängerfreundlich, denn man muss nicht nahe ran, wie es bei anderen Ultis der Fall ist, um sie richtig nutzen zu können, sondern man kann einfach aus ewig weiter Entfernung stehen und trotzdem viel Schaden anrichten. Und die taktische und passive Fähigkeit helfen Anfängern auch einfach aus dem Geschehen herauszukommen, falls es ihnen zu viel wird. Somit ist Bangalore die optimale Einsteiger-Legende. Und hier mal wieder ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise, dass ihr zu uns gefunden habt. Wenn diese Guides dann fertig sind, werden auch ganz normale Apex-Videos kommen, also einfach Ingame-Videos, irgendwelche Champion-Erspielungen und so weiter und so fort. Und dann auch irgendwann fortgeschrittene Guides, beziehungsweise so Expert-Guides für die einzelnen Legenden. Und somit kommen wir zum aktuellen YouTube-Giveaway-Gewinner. Und es ist Smax. Smax, du hast gewonnen. Schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du es mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich um deinen Trade-Link bitten.
Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Dankeschön für eure Kommentare. Vielen Dank für die Daumen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.